Morgen vom Flughafen Berlin-Tegel und ich muss zugeben, ich hab's direkt mal verschlafen, ich Esel. Hätte ja schon früher dokumentieren können, aber am Flug habe ich ein bisschen was gefilmt und das schauen wir uns jetzt an, während ich auf meinen Kollegen warte. Und dann haben wir auch schon die Autofahrt hinter uns. Wir befinden uns jetzt in Brandenburg, präziser im Bundesleistungszentrum in Kienbaum, direkt da am Liebenberger See. Gibt es seit 1949. Damals war es eigentlich so ein Erholungszentrum. Erst 3 Jahre später kam dann der Leistungssport hierher und seitdem werden hier quasi auch Olympiasieger gemacht. Beziehungsweise hier holt man sich dann den Feinschliff ab und das auf 53 Hektar Sportfläche. Und das ist wirklich wahnsinnig viel. Also hier ist richtig was los und deswegen schauen wir jetzt mal, ob wir noch ein paar Eindrücke und vielleicht auch ein paar Athleten vor die Linse bekommen. Wir sind in der Kunstturnhalle und hier haben wir gerade einen Athleten gefunden, nämlich Andreas Tober. Und was ich mich immer frage, wenn ich sowas sehe, ist, Andreas, wie einfach, wie schwer ist das eigentlich, aus so einer Schnitzelgruppe rauszukommen? Probier es doch einfach selber. Na! Ich bin aus der Schnitzelgrube rausgekommen. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann kommt es, wie es kommen muss. Man fliegt nach Berlin, fährt nach Brandenburg und dann sieht man den Athleten, den man zu Hause sowieso schon die ganze Zeit sieht, nämlich Kai Kazimierz. Hallo Kai. Kai, sagen wir uns ganz kurz, wie läuft dein Training? Rio ist ja nicht mehr so weit weg. Genau, wir haben jetzt noch knapp 5 Wochen, bis wir starten und das läuft wirklich sehr gut. Wir sind wirklich sehr hart am Trainieren. Heute 2-mal, morgen wieder 2-mal und einfach optimale Bedingungen hier. Was nimmt man sich vor für die Spiele? Natürlich eine Bestleistung und eine tolle Platzierung, das ist natürlich das Wichtigste, weil man hat alle 4 Jahre die Chance und da sollte man die Chance auch nutzen. Und dafür drücken wir die Daumen. Danke dir, Kai. Vor wenigen Minuten ist dann auch das Sommerfest hier in Kienbaum gestartet. Da geht es jetzt erstmal hin, ein bisschen entspannen, ein bisschen was essen und dann gibt es gleich noch ein paar Eindrücke. Und ich sehe da einen Mann vor mir, den muss ich euch unbedingt vorstellen, denn der wird ganz wichtig, er ist es. Und wir stören ihn einfach mal beim Essen mit vollem Mund, unhöflich von mir. Aber das ist der Fanreporter der Olympiamannschaft in Rio, Philipp, mit einem L und 2 P, glaube ich. Genau richtig. Genau, richtig. Und ich glaube, du hast schon mit dem einen oder anderen Athleten richtig viele coole Wetten abgeschlossen, oder? Einige. Ich habe ungefähr 30, 35 Leute gesprochen heute, habe bestimmt ungefähr genauso viele Wetten abgemacht. Das heißt, wenn die ihre Norm schaffen, gibt es zum Beispiel die Tatsache, dass ich mir von 3 Frauen an der Kuppa ein Küsschen holen muss oder dass ich 41 Kilometer durch die Stadt laufen muss. 41, nicht ganz ein Marathon, oder? Nicht ganz ein Marathon, fast ein Marathon. Hatte aber Glück gehabt. Den Rest hätte ich nicht gepackt. Oder dass ich zum Beispiel, das ist auch krass, die gesamte Gewichthebermannschaft zum Fleischessen einladen muss. Und die Jungs und das Mädel, die können was verdrücken. Also da werde ich arm. Ich glaube, wir müssen auch noch wetten, damit ich auch noch was kriege, oder? Machen wir. Er isst einfach weiter. Also das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Schau mal hier. Dieses Brotbuffet, was hier gibt. Das ist Wahnsinn. Ja. Also wir wetten auch, Auflösung gibt es in einem der nächsten Vlogs und dann haben wir uns was überlegt und wir schauen mal, was wir dann in Rio so machen, weil wir beide sehen uns ja da. Ich freue mich sehr, ich freue mich jetzt schon drauf und dann gehen wir vielleicht zusammen auch was essen oder eine Caipirinha trinken oder ein bisschen Frucht essen. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Dankeschön, Philipp. Hey, hör rein. Ja. Philipp, mach's gut. Ja. Also Philipp, der Fanreporter der Olympiamannschaft und ich glaube, von dem gibt es dann aus Rio eine ganze Menge lustigen Content. Yeah.
das war's dann auch vom Sommerfest in Kienbaum. Man kann ja auch richtig coole, lustige Bilder machen, wie beispielsweise ich hier mit Zehnkämpfer Kai Kaczmarek. Ausgeschlafen für Höchstleistung steht drauf. Und das ist ein gutes Stichwort, denn jetzt geht's erstmal ins Bett. Wir bleiben hier. Morgen geht's dann zurück von Brandenburg nach Berlin. Nehme ich euch wieder mit und dann geht's am Nachmittag schon wieder in die Heimat. Und falls ihr eine Idee habt, worüber ich mit dem Fanreporter der Olympiamannschaft mal wetten könnte, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Bin sehr gespannt, was euch einfallen lasst. Und dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.